gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg. Saisoneröffnung auf der Jakobsburg in Mordka. Am Samstag und Sonntag jeweils ab 8 Uhr. Mit Trödel- und Antikmarkt. Mit großem Kinderprogramm, Osterreiten und vielen Überraschungen für die Steppkes. Und Karten zum Pink Floyd-Event am 21. April gibt's zum Sonderpreis. Diesen Samstag und Sonntag auf der Jakobsburg in Mordka. Das ist Ethan B. Bradley, Hollywood-Star und Klimaaktivist. Seine minimalistische 40-Zimmer-Villa absorbiert mehr CO2, als sie ausstößt. Aber auch wenn Sie nicht Ethan B. Bradley sind, können Sie ganz einfach in die Zukunft unseres Planeten investieren. Wie Sie zu Hause energieeffizient sanieren, finden wir zusammen heraus. Weil es um mehr als Geld geht. Sparkasse. Immer gut informiert mit der Drehscheibe Lausitz. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Durch des Frühlings holden, belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises. In Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um von diesen Höhen, nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor drängt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn. Denn sie sind selber auferstanden. Aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Narren bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Für Sie, liebe Lausitzwelle-Zuschauer, hat der bekannte sächsische Schauspieler Thomas Arnold den Osterspaziergang zur Einstimmung auf das Fest eingesprochen. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom Gründonnerstag, den 6. April. Wir machen jetzt eine kleine Zeitreise. Es geht dabei um die Geschichte einer preußischen P8-Dampflok. In Wiednitz stand nämlich bis Anfang der 90er Jahre eine dieser Lokomotiven mit drei Anhängern als besonderer Hingucker auf dem damaligen Ausbildungsgelände der Deutschen Reichsbahn. Keiner der Verbliebenen wusste dann, wo sie in den Wirren der Wende hingekommen war. Bis jetzt. Ein Stück Lausitzer Geschichte wurde jetzt in Bochum wiedergefunden. Es geht dabei um eine preußische P8-Dampflokomotive. Sie stand bis 1991 im Bernsdorfer Ortsteil Heide, ausgemustert von der Deutschen Reichsbahn. Als Denkmal auf dem damaligen Ausbildungsgelände wurde sie unter anderem als Jugendclub, Bibliothek oder auch als Musikzimmer genutzt, wie Thomas Mansfeld vom Heide-Team berichtet. Doch nach der Wende war sie auf einmal verschwunden und niemand aus Heide wusste genau, wohin eigentlich. Wiedergefunden haben sie Karl-Heinz Weigel und Thomas Mansfeld bei einer genauen Suche im Internet auf dem Gelände des Eisenbahnmuseums Bochum-Dahlhausen. Hier erfuhren beide auch mehr über die Ereignisse vor über 30 Jahren. Mit einem Tieflader war die Lok 1991 zum Bahnhof von Wiednitz gebracht worden, um von hier aus zunächst die Reise nach Meiningen anzutreten. Dort angekommen wurde sie nach 19 Jahren Standzeit von vorn bis hinten untersucht. Hier trennte sie sich außerdem von zwei ihrer drei blauen Waggons. Heute befindet sich die preußische P8 in einem Lokschuppen im Bochumer Eisenbahnmuseum und wird von den Eisenbahnfreunden aktuell auf Vordermann gebracht. In wenigen Monaten soll sie runderneuert und frisch gestrichen wieder für Fahrten einsatzbereit sein.
Ihr verbliebener Waggon dagegen steht heute in Bochum vor dem Theater von Starlight Express als Werbefläche. Am Oberstufenzentrum Elsterwerda wurde der erste Spatenstich für den Erweiterungsbau vorgenommen. Für Peter Hans, langjähriger erster Beigeordneter und Kämmerer des Landkreises, war es die letzte Amtshandlung in dieser Funktion an seinem vorletzten Arbeitstag. Und der erste Spatenstich ist praktisch der Beginn dieses Bauvorhabens, aber gleichzeitig auch meine letzte Amtshandlung als erster Beigeordneter des Landkreises. Umso mehr freue ich mich, dass das auch hier heute noch geklappt hat. Rund 13 Millionen Euro wird die gesamte Baumaßnahme kosten. Sie erfolgt in zwei Bauabschnitten. Mit dem Erweiterungsbau werden die drei Standorte des OSZ in Elsterwerda auf zwei reduziert. Wir sind Schulstadt als Elsterwerda und die lebt ja nicht davon, dass wir es immer noch kommunizieren und stolz drauf sind, sondern eine Schulstadt lebt halt auch davon, dass es wieder Bewegung gibt. Und dass sich die Entscheidungsträger entschieden haben, so eine große Investition hier vor Ort, dafür mein herzlicher Dank im Namen der Stadt und danke für die klare Aussage, damit den Schulstandort wieder zu stärken und zu festigen. Ende 2024 soll der zweigeschossige Bau abgeschlossen sein. In einem zweiten Bauabschnitt wird dann ein Erweiterungsbau am Standort Berliner Straße gebaut, welcher bis 2026 fertiggestellt sein soll. Buchen Sie jetzt Ihre Ostergrüße über Lausitzwelle Radio und Fernsehen. Mit unseren attraktiven Werbeformaten bieten wir Ihnen eine preis-leistungsstarke Werbung, die zu Ihnen passt. Bei Interesse einfach anrufen Horswerda 42 54 0 oder eine E-Mail an werbung@lausitzwelle.de senden. Wir beraten Sie gern und individuell. Es geht jetzt weiter mit den aktuellen Kurznachrichten. Es gibt Neuigkeiten für Schulkinder in Brandenburg, denn Bund und Land unterstützen Investitionen zum Ausbau von Ganztagsangeboten. Diese und weitere Meldungen aus Ostsachsen und Südbrandenburg folgen jetzt. Das Ganztagsangebot für die Schulkinder in Brandenburg kann in den kommenden Jahren erweitert werden. Die Landesregierung hat dazu kürzlich dem Ausbau ganztägiger Bildungs- und Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter zugestimmt. Gefördert werden Investitionen für Um- und Neubauten sowie Sanierungen, soweit dadurch Bildungs- und Betreuungsplätze geschaffen oder erhalten werden. Unterstützt werden Maßnahmen, die bis Ende 2027 abgeschlossen werden. Dem Land Brandenburg stehen dabei insgesamt rund 83 Millionen Euro zur Verfügung. In Spremberg soll zukünftig neuer Wohn- und Lebensraum geschaffen werden. Hierzu erarbeiteten interessierte Bürgerinnen und Bürger gemeinsam mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung und dem Planungsbüro MKS Architekten, Ingenieure in den letzten Monaten mehrere Varianten, wie man im zukünftigen Färberquartier leben könnte. Dazu präsentierte MKS-Chef Werner Hillmann die Überlegungen in Form von 3D-Animationen. Das sich anschließende Echo der Besucher war dabei durchweg positiv. Grund für dieses Vorhaben sind die zunehmenden Möglichkeiten, welche der Strukturwandel mit sich bringt. So sollen im Industriepark Schwarze Pumpe tausende neue Arbeitsplätze sowie Forschungseinrichtungen und Ausbildungsstandorte entstehen. Lenka Thomas aus Bautzen ist die neue Vorsitzende des Dumoviner Regionalverbandes Bautzen. Sie wurde am Samstag auf der Hauptversammlung des Regionalverbandes für die nächsten 4 Jahre in diese Funktion gewählt. Ihre Stellvertreterin ist Bärbel Felber aus Kommerau bei Königswarter. Auf der Hauptversammlung wurde zudem der weiteren Ausrichter der Herbstkonzerte durch die Stiftung für das sorbische Volk zugestimmt. Die Kinder der sorbischen Kita Jan Radisep Biela aus Bautzen haben sich die Trophäe für den ersten Platz der Sparkassen-Kreis-Kita-Olympiade 2023 geholt. Gestern war das große Finale in Kamenz gefeiert worden. Die besten 22 der insgesamt 164 teilnehmenden Kitas kämpften an verschiedenen Stationen um den begehrten Titel, informiert der Kreissportbund Bautzen. Den 3. Platz erkämpfte sich die Kita Glückskäfer aus Bautzen. Silber erreichte die Mannschaft der CSB Kita Zwergenland aus Königswarter. Am 28. Februar war die Sparkassen-Kreis-Kita-Olympiade in Demitz-Tumitz gestartet.
Die Großdubrauer Bürgerpolizistin Doris Wünsche feiert in diesen Tagen ihr 10-jähriges Dienstjubiläum. Anfang 2013 trat sie in ihren Dienst im Polizeiposten Großdubrau an, der auch für die Gemeinde Puschwitz, Neschwitz, Radibor und Malschwitz zuständig ist. Bei der Polizei ist die Hauptmeisterin Anton Morzek, ein Wegbereiter der Städtepartnerschaft aus der polnischen Partnerstadt Sportowa, ist am 30. März verstorben. Darüber informierte jetzt die Stadtverwaltung Sportowa. Als Vertreter der Stadt Spremberg nahm Alexander Adam, Büroleiter der Bürgermeisterin, an der Beerdigung teil und legte ein Gebinde an der Grabstelle nieder. Anton Morzek gehört neben Günther Schiemack zu den Initiatoren der Städtepartnerschaft Spremberg-Sportowa, die mit einem Vertrag am 12. Juni 1999 besiegelt werden konnte. Der Studienkreis Görlitz bietet jetzt kostenlose Online-Crashkurse an. Nach einer Forsa-Umfrage im Auftrag des Nachhilfeanbieters Studienkreis wurden größere Lernlücken aufgrund der Schulschließungen und Distanzunterricht während der Pandemie festgestellt. Nun können Schülerinnen und Schüler bei kostenlosen Online-Crashkursen in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch mitmachen und ihr Wissen aufstocken. Die Webseminare finden von montags bis freitags statt und richten sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge 5 bis 13. Die Kurse sind noch bis Ende Mai über den Studienkreis buchbar. Liebe Zuschauer, Ostern steht vor der Tür. Am Tag vor Karfreitag wollen wir Ihnen darum etwas über die Tradition des Ostereiermalens in der Lausitz zeigen. Im sorbischen Kulturzentrum in Schleife ist das Ostereiermalen etwas ganz Besonderes. Es geht dabei aber nicht einfach darum, nur bunte Farbe auf ein Ei zu bringen. Hinter der Kunst verbergen sich verschiedene Techniken und feine Arbeit. Was genau dahinter steckt, zeigt uns Stefanie Bierhold jetzt. Ja, in der Lausitz gibt es 4 Techniken beim Ostereierverzieren. Wir haben zum einen die Wachsbussiertechnik, wir haben die Ätztechnik, die Kratztechnik. Hier sehen wir die Wachsbatiktechnik. Das ist die Technik, die bei uns hier in Schleife am verbreitetsten ist. Hier können Sie die Schritte sehen vom Ei mit den Hilfslinien bis zum fertigen gemalten Produkt. Und zwar fängt man an mit dem weißen Ei, malt sich ein paar Hilfslinien auf. Auf diese Hilfslinien trägt man dann die erste Wachsschicht drauf. Es wird gefärbt, in dem Fall gelb. Dann kommt auf die gelbe Farbe wieder Wachs drauf. Dann wird es orange gefärbt. Auf das Orangenei kommen weitere Ornamente. Hier haben wir zum Beispiel Blüten oder Striche. Dann wird es rot gefärbt. Auf das rote Ei kommen dann wieder Ornamente, in dem Fall auch wieder Blüten. Und man kann es hier schon fast erahnen, wie das Ei mal fertig aussehen soll. Denn der letzte Schritt ist nämlich der, dass man den ganzen Wachs, den man mühevoll aufgetragen hat, wieder abwachsen muss. Und dann haben wir hier das fertige Ei. Und von dem ersten Schritt bis zum letzten kann man gut und gerne 2-2,5 Stunden rechnen. Nachdem die Grundfarbe auf das Ei aufgetragen wurde, folgt das erste Muster. Dazu wird flüssiges Wachs und eine Gänsefeder verwendet. Dazu geht man mit der Feder in den Wachs. Man muss natürlich prüfen, dass der auch schön warm ist, denn das ist die Voraussetzung, damit er auch wirklich auf das Ei kommt. Wenn der Wachs nämlich zu kalt ist, dann wird er an der Feder kalt und dann kann man kein Ornament mehr auf das Ei bringen. Man hält die Feder wie ein Stift und dann geht es auch schon los. Ganz fein werden nun die Ornamente auf das Ei aufgetragen. Der flüssige Wachs wird währenddessen über einem Teelicht warm gehalten. Und dann geht es weiter. Nachdem man die Ornamente auf das Ei gebracht hat, würde man es jetzt in ein Färbebad legen. Man kann sich das aussuchen. Nach Gelb hat man die Möglichkeit, es entweder in Orange zu legen, Rot oder man wählt auch Grün. Alles ist möglich. Wichtig ist, dass man von hell nach dunkel färbt. Also bei den sorbischen Ostereiern ist es so, dass sie sich auszeichnen durch eine gewisse Symmetrie. Das heißt, ich kann das ja mal zeigen. Wir haben oben am Ei diese Linien, die sind auch unten. Dann haben wir hier in der Mitte ja, ein Wabenmuster und oben und unterhalb der Linie ist genau das gleiche Muster. Das ist sehr typisch für die sorbischen Ostereier und das werden Sie auch auf jedem Ei so finden. Die beiden Künstler der Ausstellung, die unter dem Namen Auf die Tracht geschaut läuft, haben das nahezu perfektioniert. Das ist einmal Carola Stauber, ursprünglich aus Hoyerswerda. Sie lebt jetzt in Berlin und sie hat ganz hervorragende Ostereier gefertigt. Und zwar hat sie Ornamente unserer Schleifer Tracht aufs Osterei gebracht.
So hat sie beispielsweise die Schleiferhaube als Vorlage verwendet. Grün bildet dabei die Grundfarbe. Der Perlenkranz wurde mit buntem Wachs aufgetragen. Wir starten unseren Frühjahrsputz im Möbelzentrum Großräschen. Viele Ausstellungsstücke sind bis zu 72% reduziert und ab sofort verfügbar. Bis zum 15. April gibt es als Osterüberraschung 50 Euro beim Möbelkauf und 10 Euro in unserer Boutique geschenkt. Nutzen Sie auch die Osterrabatte mit bis zu 30% und der Sonderfinanzierung von 0%. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Aktuell werden 45 Küchentester gesucht. Als Küchentester gibt es die neue Küche zum halben Preis plus 200 Euro in bar und die 0% Finanzierung. Jetzt Termin sichern unter 035753-2220. Wir sagen Danke und wünschen eine schöne Osterzeit. Ein frohes Osterfest wünscht Ihnen das Team vom Autohaus Sarotnik in Weißkolm und dazu gleich noch ein Frühlingsangebot. Der kostenlose Technikcheck Ihres Autos vor der Durchsicht. Unser Frühlingsangebot bis Ende April. Kein Problem mehr mit Ihrem Fahrzeug bei TÜV und DEKRA. Dafür sorgt Ihr Autohaus Sarotnik, der Mehrmarkenhändler aus Weißkolm. Sie sind herzlich am 22. April zur MyLife nach Kamenz eingeladen. Die Messe ums Thema Gesundheit und Lifestyle. Entdecken Sie eine Vielfalt an innovativen Produkten und Dienstleistungen, die Ihnen helfen, gesund zu bleiben oder es zu werden. Lassen Sie sich von unseren Experten und unseren Partnern der Barmer, Fühlag, Habitus Motion, Ökolutz, der Fleißmeise, Gers Hörgeräte und Auto Elitsch beraten und erhalten Sie wertvolle Tipps für ein schönes und vitales Leben. Neben einem abwechslungsreichen Rahmenprogramm erwartet Sie auch der besondere Eisstand von Eisuli. Erleben Sie einen Tag voller Inspiration und Motivation für ein gesünderes und glücklicheres Leben. Am 22. April von 10 bis 18 Uhr im My Gym Prime Kamenz, Siedlungsweg 41. Übrigens, der Eintritt ist frei. Ging das zu schnell? Mit TurboSpeed ins Internet. Wir verbinden euch leistungsstark und stabil. Auch im Kombipaket mit Festnetz und HDTV. Jetzt zum Testsieger wechseln und 10 Monate gratis sichern. Auf pure.com. Kommen wir zum aktuellen Blaulichtreport. In Bautzen ist es heute zu einem Brand im beruflichen Schulzentrum gekommen. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren sofort zur Stelle. Diese und weitere Meldungen von Polizei und Feuerwehr haben wir jetzt für Sie. Im beruflichen Schulzentrum in Bautzen hat es heute Vormittag gebrannt. Das Feuer war, laut Lausitz News, in der Heizungsanlage ausgebrochen. Die Schule hatte das Blockheizkraftwerk schon abgestellt, sodass sich die Flammen nicht weiter ausbreiten konnten. Die Feuerwehr hatte sie rasch unter Kontrolle. Nach etwa 45 Minuten konnte der Einsatz beendet werden. Verletzte gab es nicht, die Schüler waren evakuiert worden. Die Polizei ermittelt zur Ursache. Zu einem Verkehrsunfall kam es gestern Nachmittag in Pilsdörfel, einem Ortsteil von Soland. Ein Renault hatte auf der B98 gehalten, um vor dem Linksabbiegen in ein Grundstück den Gegenverkehr abzuwarten. Ein Mercedes stoppte hinter ihm, der Fahrer eines Ford hinter ihm bemerkte das zu spät und krachte dem Benz vehement ins Heck und schob ihn auf den Renault. Alle Fahrer sowie die 29-jährige Beifahrerin im Renault erlitten Verletzungen und kamen ins Krankenhaus. Gestern Nachmittag wurden Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Soland und Wilden vom Ordnungsamt zu einem verwahrlosten Grundstück an der Rösselstraße beordert. An einem Haus dort sollten sie lose Dachziegel entfernen und einen Giebel absichern. Im Zuge des Einsatzes mussten die Bundes- und die Rösselburgstraße einige Zeit voll gesperrt werden. Gestern Nachmittag hat ein umsichtiger Bankmitarbeiter in Görlitz einen Betrug verhindert. Dem Angestellten ist ein offenbar aufgeregter Mann in der Filiale aufgefallen. Der 84-Jährige wollte gerade einen Betrag von rund 10.000 Euro auf ein unbekanntes Konto überweisen. Der Mitarbeiter hörte auf sein Bauchgefühl und rief die Polizei. Der ältere Herr erzählte, dass zwei unbekannte Damen bei ihm zu Hause waren. Sie hatten von ihm und seiner Ehefrau den großen Betrag gefordert. Die Kripo ermittelt. Zu einem Unfall ist es gestern Nachmittag in der Ludwig-Erhard-Straße in Massen gekommen.
Dort musste eine Zitrönfahrerin einem entgegenkommenden Auto ausweichen. Ihr Fahrzeug geriet an den Bordstein, kam von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum. Die Insassen kamen mit dem Schrecken davon. Am Zitrön entstand aber Schaden von mehreren 10.000 Euro. Der Unfallverursacher ist nach dem Crash geflohen. Jetzt folgt der Blick aufs Osterwetter. Die Nachtfröste sollen erst einmal wegbleiben. Ob wir aber eine dicke oder dünne Jacke für unseren Osterspaziergang brauchen, sagen wir Ihnen gleich. Außerdem gibt's wieder schöne Osterveranstaltungstipps aus der Lausitz. Doch zuvor haben wir noch ein letztes Mal vor Ostern eine kleine Geschichtsstunde für Sie vorbereitet. Dafür geht es heute in die Lausitzhalle nach Hoyerswerda. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Mit einem symbolischen Hammerschlag sind am 6. April 2009 die Umbauarbeiten in der Hoyerswerda Lausitzhalle begonnen worden. Die Räume im Bürotrakt wurden den Bedürfnissen von Musik und Volkshochschule angepasst. In den Ausbau wurden von den städtischen Wirtschaftsbetrieben rund 3,5 Millionen Euro investiert. Seit dem Sommer 2010 sind beide Einrichtungen dort zu finden. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Ostern auf einer Burg, das ist in Mordkamp möglich. Am Ostersonntag ab 8 Uhr öffnet die Jakobsburg und lädt zu einem Osterspaziergang ein. Eier suchen, Kinder-Osterreiten und auch der Osterhase wird vor Ort sein. Für alle Großen gibt es einen Antikmarkt. In Rietschen auf dem Erlichthof startet am 8. April ein buntes Osterprogramm für die ganze Familie. Von Ostereier bemalen, Frühlingsbasteln, Korbflechten mit Kindern bis zum Besuch des Osterhasen am Ostersonntag wird ein kunterbuntes Programm geboten. Der Eintritt ist frei. Was gibt es Besseres als eine schöne Schatzsuche für die ganze Familie oder als Gruppe mit Freunden? Am Ostermontag im Pavillon an der Spreequelle Neugersdorf können Sie Rätsel und Aufgaben lösen und dabei ein Dreigänge-Menü erleben. Reservierungen sind beim Veranstalter möglich. Heute schien über der Lausitz so richtig die Sonne. Die hellen Strahlen kitzelten allen Rausgängern die Nase und verbreiteten bei vielen gute Laune. Gestern Nacht konnten alle Himmelsbeobachter einen kräftigen Vollmond sehen. Aufgrund der tiefen Temperaturen legte sich dann heute früh eine dünne Frostschicht über die Pflanzen. Bei der Kälte bangen jedoch vermutlich viele Gartenfreunde um ihre bepflanzten Schützlinge. Morgen war es das dann erstmal mit der Sonne. Im Bergland sowie im Flachland hat die Sonne kaum eine Chance gegen die Wolken. In einigen Regionen fällt leichter Niederschlag. Dabei schwanken die Temperaturen zwischen 8 und minus 3 Grad im Lausitzer Seenland. Ein wenig kühler sagen die Wetterfrösche den südlichen Teil der Lausitz an. Der Höchstwert liegt hier bei 6 Grad. Das Wetter am Osterwochenende sieht durchwachsen aus. Weder nur Sonne noch nur Wolken stehen auf dem Plan. Deprimierend geht es am Samstag aber erstmal los, mit jeder Menge Regen. Von früh bis spät huschen Wölkchen mit Niederschlag im Gepäck über uns hinweg. Die Temperaturen liegen aber vollständig im Plusbereich. Schöner sieht dann der Ostersonntag jedoch aus. Zwar ist der Himmel von kleinen Wolken bedeckt, diese behindern jedoch nicht die Ostereiersuche im Garten. Die Temperaturen spielen auch mit. Nach langer Zeit wird es wieder richtig mild. Das Thermometer wird uns ganze 12 Grad anzeigen. Nun, liebe Zuschauer, ist die Drehscheibe Lausitz vom Gründonnerstag schon wieder fast zu Ende. Essen Sie noch etwas Grünes, dann bleiben Sie das ganze Jahr über gesund. Jetzt folgt noch kommentiert unser Kommentar der Woche. Natürlich auch dieser passend zum Osterfest. Der ehemalige Landrat des Landkreises Bautzen, Michael Harich, äußert hierzu seine Gedanken über die Bedeutung dieses höchsten christlichen Feiertags. Das gesamte Lausitzwelle-Team wünscht Ihnen frohe Ostern und viel Spaß in den kommenden Tagen mit unserem Osterprogramm im Lausitzwelle-Fernsehen. Die nächste reguläre Drehscheibe Lausitz gibt's dann wieder am Dienstag um 18 Uhr und jederzeit alle Beiträge und Infos auch auf lausitzwelle.de. Auf Wiedersehen! Musik.
kommentiert. Ostern 2023. Was bedeutet Ostern? Diese Frage ist heute sehr berechtigt, denn die Grundlagen unserer Kultur sind uns hiesigen Menschen leider immer weniger bewusst. Die biblische Geschichte gibt Aufschluss. Nach einem großen Willkommen in Jerusalem vor nahezu 2000 Jahren wird dieser Jesus von Nazareth von den Herrschenden in Frage gestellt. Dessen Beliebtheit, seine Wirkung deuteten sie als Gefahr für sich selbst. Seine Begleiter, nach damaligem Sprachgebrauch Jünger, verleumdeten ihn, um sich selbst aus der Schusslinie zu nehmen. Schließlich wird er verurteilt und einem Kreuz zu Tode gebracht. 3 Tage später ist sein Grab leer. Für Christen ist Ostern deshalb der höchste Feiertag im Jahr, weil daraus gedeutet wird, dass der Tod überwindbar und damit nicht das Letzte ist. Daraus zieht Ostern auch aus weltlicher Sicht seine Bedeutung. Das Osterei, der Osterhase, das Erwachen die Grün zur Osterzeit stehen für einen fortwährenden Neuanfang, für Hoffnung. Nichts brauchen wir gegenwärtig mehr. Wir leben in einer Zeit des Zweifelns. Medial und politisch wird bewusst und unbewusst Angst verbreitet. Alles ist Krise und Katastrophe. Klima, Umwelt, Energie, jetzt die Heizungen, Finanzen und Krieg sowieso. Es besteht offenbar eine Sucht nach schlechten Nachrichten und schuld sind immer die anderen. Wir waren und sind nicht dabei. Was bedeutet also Ostern 2023? Das muss freilich jeder für sich selbst beantworten. Für mich bedeutet Ostern, das Leben zu bejahen, in Problemen und Veränderungen auch Chancen zu sehen, daran zu glauben, dass es lohnt, immer wieder anzufangen und zu hinterfragen. Zu hinterfragen, wem dieses ständige Reden über Krisen und Katastrophen wirklich nützt. Den Betroffenen wohl am wenigsten. Ich wünsche Ihnen frohe Ostern. Immer gut informiert mit Lausitzwelle für Ostsachsen und Südbrandenburg.